Hi Leute, Alex Anarchy LP mal wieder am Start und wir spielen heute WOT, World of Tanks. Ja, ich hab's vorher schon mal gespielt, als es rauskam und ja, aber ich hab's gedacht, ich zock's jetzt mal mit euch, so von Anfang an und ich hab mir einen neuen Account erstellt, Alex Anarchy LP, wunderschön, so und also hat mich super gefreut, dass der Name noch verfügbar war. Aber naja, ich habe mir gedacht, wir fangen an, also wir haben hier unsere verschiedenen Panzer, wir haben hier einmal den chinesischen Panzer, einen französischen Panzer, der kann sehr schnell rückwärts fahren, weil wie wir alle wissen, die Franzosen, die sind feige. dann haben wir einmal den deutschen Panzer, dann haben wir einmal einen britischen Panzer und dann haben wir auch nochmal einmal einen amerikanischen und einmal einen sowjetischen, also Sowjetunion. Ehemalige Sowjetunion, Russland. Ja. Ich habe mir gedacht, ja, ich werde vermutlich erstmal auf den deutschen Panzer gehen. Also werde erstmal mit dem deutschen Panzer gehen. Und wir wollen jetzt auch gar nicht viel verzagen. Wir wollen direkt anfangen zu spielen. Das Tutorial habe ich schon mal vorab erledigt. Damit, ja, ich meine, das ist jetzt auch nicht so interessant. Aber es gab halt Credits und also halt Ingame-Geld. Und das war ganz nützlich. Da werden wir dann auch mal den Leichttraktor dann auch nochmal ein bisschen aufmotzen. Danach werden wir mal gucken. Wird auf jeden Fall ganz cool. Ich starte meinen Timer, damit ich mal sehe, wie lange wir hier aufnehmen schon. Und diese Karte. Gut. Bitte seht es mir nach, wenn wenn ich nicht so ganz so gut in diesem Game bin, weil, ja, ich bin nicht so wirklich, ich bin nicht der geborene Panzerfahrer, also. Los geht's! Jawohl, dann wollen wir mal. Die Anfangspanzer, ja, relativ langsam, aber naja, was will man machen? Wir werden uns jetzt erstmal eine gute Stellung aussuchen. Erstmal hier in den Büschen verkriechen. Na komm, komm schon. Jawohl. So, sieht man auch mich auch nicht? Nein, mich sieht man nicht. So, dann werden wir jetzt mal ein bisschen warten. Ich persönlich mag diese Karte jetzt nicht so besonders, weil jetzt kommt. Ja, es ist einfach so eine Lower-Karte. Man hat hier einmal das freie Feld. Und hier an der anderen Reihe, da stehen meistens auch die ganzen Panzer. Und das ist so ein Lower-Spiel. Man könnte außen rumfahren, aber naja, das würde glaube... Also ich denke mal, mein Panzer ist dafür zu langsam. Ich würde schon... ich werde wahrscheinlich schon mit wenigen Treffern... wäre ich hinüber. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir halt gedacht, dass wir halt den als erstes den deutschen Panzer ein bisschen skillen, damit weil erstmal, ja, natürlich Deutschland oder das Dritte Reich, die Nazis nein, ich bin kein Nazi, wie viele an meinem Namen schon sehen, ich bin kein Nationalsozialist, ich bin nichts rechts, ich bin eher, ich bin halt Anarchist. Und da haben wir auch schon den ersten Treffer. Wunderbar. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Wunderbar. Den ersten Treffer haben wir schon. Also gehe ich aus diesem Spiel schon mal nicht ganz leer raus. Und, aber ich persönlich, ich finde die deutschen Panzer halt ziemlich geil. Der Tigerpanzer, der Jagdpanzer und... all die ganzen geilen Panzer. Die sind sozusagen schon legendär und deshalb möchte ich erstmal versuchen, vornehmlich den deutschen auf die deutschen Panzer halt zu gehen, die deutschen Panzer zu skillen. Ich werde auch, wenn der Panzer kaputt ist oder noch im Gefecht ist, werde ich auch noch andere Panzer spielen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh, wir haben schon jetzt zwei Abschüsse. Wie geil ist denn das? Bitte mal. Wunderbar.
Ich werde dann auch mal andere Panzer spielen und ich denke mal... Oh. Ich werde mich jetzt zurückziehen. Ich werde erstmal versuchen... Nein, ich werde wahrscheinlich... Ja, da haben wir einen Panzer. Naja, den können wir leider nicht sehen. Ich werde erstmal halt, werde ich dann auch andere Panzer spielen. Ja! Wir müssen jetzt gucken, dass wir uns eine andere Stellung zulegen. Ja, hier sieht es doch nicht schlecht aus. Dann werden wir uns hier reinstellen. Eben einmal gucken, ob das passt. Ja, wir sind verdeckt. Wunderbar. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier dann noch den einen Panzer hier noch ins Visier kriegen. Na, komm schon. Na. Na. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir haben schon zwei Abschüsse. Das ist wunderbar. Wunderbar. Ich bin auch ganz... ja, wenn wir das gewinnen, das wäre echt schon geil, das Gefecht. Erstes Gefecht, direkt gewinnen. Ja. Hier, der Panzer ist noch... So, komm. Ein auf den Arsch, noch ein. Erwischt. Jawohl! Der dritte Abschuss. Ey, mein Gott, so gut war ich noch nie. Ich hatte nur mal einen Abschuss. Oder das Höchste, was ich mal hatte, waren zwei Abschüsse. Aber wunderbar im Let's Play, dass das so gut klappt. Also ich streng mich natürlich jetzt extra für euch an, Leute. Das ist ja keine Frage. Das mache ich ja gerne. Und ja. Was werden... Ja, jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen lauern. Ein bisschen. Ja, so wie es aussieht, sieht es hier aber... Ja. Mein Panzer halb kaputt, aber drei Abschüsse schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, soll ich jetzt die... Naja, obwohl ich habe hier gute Deckung. Ich weiß es nicht. Ja. Aber wie gesagt, World of Tanks ist ein Spiel, da muss man etwas besonnen vorgehen. Nicht immer direkt hau drauf. Das ist kein Call of Duty mit Panzern, sondern das ist, es geht echt um Taktik. Und das war auch immer das Problem. Das musste ich mir auch erst abgewöhnen, weil bei mir war es dann normalerweise so, dass ich dann meistens immer direkt vorgefahren bin. Immer direkt direkt vorgefahren bin und direkt immer mit dem Kopf durch die Wand. Aber das funktioniert nicht ganz so gut. Und ich werde mich jetzt versuchen, jetzt hier vorzuwagen. Da wurden auch schon drei Panzer wurden auch schon markiert. Oh, und ich werde wahrscheinlich auch wieder, ich wurde auch entdeckt. Und wir sind kaputt. Ja, aber das ist eigentlich ein sehr spannendes Gefecht. Ich bin jetzt auch gespannt, ob wir das Gefecht noch... Und deshalb werden wir jetzt mal gucken, ob der Zuschauermodus funktioniert. Ich hoffe es. Und... Was war das? Hallo? Ah. World of Tanks hängt. So, wieder zurück im Hauptmenü, nachdem hier World of Tanks abgeschmiert ist. Ja, scheiße, ne? Aber wir haben das erste Gefecht mit drei Abschüssen gewonnen. Na, gewonnen, ja, weiß ich nicht, ob wir es gewonnen haben. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Das kann man doch hier bestimmt irgendwo sehen. Oder? Oder nicht? Oder doch? Auf jeden Fall werden wir erstmal unseren... komplett wieder auffüllen. Komplett reparieren. Ja, annehmen. Alles gut. Wunderbar. Ja. Ja. Super. Ich gucke mir jetzt eben einmal mal unsere
Ich guck mir jetzt gerade mal eben einmal unsere Crew an. Da kümmere ich mich später drum. Dann wollen wir mal gucken und versuchen, unseren Panzer aufzurüsten. Ja. So, wunderbar. Was können wir denn jetzt mal Schönes alles erforschen? Wie viel können wir denn jetzt forschen? Wir haben Fahrzeugerfahrung, freie Erfahrung. Ja. Wir können die 2 cm Kanone erforschen. Das führt uns zum Panzerkampfwagen 1. Dann haben wir einmal den Turm, können wir erforschen. Das Feld, also besseres Radio, können wir. Dann können wir einmal einmal den einen neuen Motor. Wartet mal, da muss ich dann eben noch mal einmal. Wie komme ich jetzt zurück? Wunderbar. Wie komme ich jetzt noch mal zurück? Jawohl. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt einmal gucken, weil ich wollte eigentlich ganz gerne einen Tigerpanzer haben. Und da muss ich dann mal gucken, was wir genau machen müssen, um den Tiger zu bekommen. Da können wir dann hier auf dem Panzer T, Panzer 35 T. Ja, dann werden wir das so machen. Panzer 35 T. Dann müssen wir den Turm erforschen. Das machen wir jetzt auch. Wunderbar, werden diesen auch direkt kaufen. Und werden dann auch direkt diesen Panzer hier erforschen. Und auch direkt werden den auch dann direkt werden den dann auch direkt kaufen. Wunderbar. Ja, dann werden wir einmal nochmal in die Garage zurückgehen. Dann werden wir uns mal unseren wunderschönen Panzerkampfwagen 2 angucken. Aber ich denke, ja, oder? Werden wir dann. Ja, dann bestreiten wir direkt das nächste Gefecht mit unserem anderen Panzerkampfwagen, mit unserem neuen Panzer. So. Wird jetzt hier nicht hier so. Machen wir nicht. Reden wir hier nicht so kompliziert. Ja. Aber richtig scheiße, dass gerade das Spiel abgestürzt ist. Ich könnte mich schon wieder so aufregen. Aber egal. Ich habe gute Laune und ich lasse mir jetzt diese Laune nicht von